Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Refined Storage Tutorial. Und in dieser Tutorial-Episode soll es um das Auto-Crafting in Refined Storage gehen. Und dafür werden wir in dieser Episode einmal ein komplett neues Refined Storage-Netzwerk von Anfang an aufbauen. Und dafür benötigen wir zum einen eine Energiequelle. Wir brauchen ein Kabel, um die Energie zu transferieren in unseren Controller. Wir brauchen ein Cable, wir brauchen einen Disk Drive, wir brauchen eine Festplatte, wir brauchen ein Crafting Grid, wir brauchen ein Pattern Grid, ein Pattern oder mehrere Pattern. Wir brauchen Crafter, wir brauchen einen Crafter Manager und wir brauchen einen Crafting Monitor. Kommen wir erstmal an. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal unseren Energiegeber, meinetwegen unsere Energieversorgung ganz einfach. Unseren Controller, der braucht natürlich einmal entsprechend Strom und wir brauchen ein paar Kabel für unser Netzwerk entsprechend. Dann fangen wir zunächst einmal an mit der Festplatte. Das heißt, hier in unserem Disk Drive wird unsere 4K Storage Disk einmal eingelagert. Und dann haben wir im Grunde genommen mit dem Crafting Grid auch schon Zugriff auf unser Netzwerk einmal. Und da brauchen wir nochmal ein paar... Holen wir uns einmal so ein paar Planks noch dazu. Und wir brauchen genügend Planks. Und damit haben wir auf jeden Fall schon mal Zugriff auf unser Netzwerk. Und wir sehen jetzt in unserer Storage Disk 32 von unseren Planks auf jeden Fall. Na gut. Was wir als nächstes benötigen, ist da erstmal etwas Platz im Inventar. Ich sortiere das Ganze mal so ein Stück weit zurecht. Und zack. So, das heißt, wir fangen wieder links an. Als nächstes benötigen wir ein Pattern Grid. So, mit dem Pattern Grid, da machen wir mal einen Rechtsklick rein, haben wir im Grunde genommen dieselbe Funktionalität wie mit dem Crafting Grid. Wir können auf jeden Fall aufs Inventar zugreifen, wir können auch Sachen herausnehmen, wir können Sachen wieder hineingeben, wir können hier nochmal Sachen dazu packen und so weiter. Und wir haben noch die Möglichkeit, Rezepte herzustellen. Rezepte werden mit Pattern hergestellt. Dafür gibt es zum einen den Exact Mode, das heißt, wenn ich gleich hier was erstelle, muss es dann auch exakt Oak Planks halt sein. Und ansonsten kann er gegebenenfalls halt auch aus anderen Rohstoffen, die gegebenenfalls halt matchen, die Refined Storage da halt kennt, da entsprechend ein die Chest zum Beispiel herstellen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit Processing. Die werden wir uns in einem späteren Video auf jeden Fall nochmal angucken. Und da geht es dann zum Beispiel halt darum, wie wir zum Beispiel aus Eisenerz Iron dann zum Beispiel auch automatisiert mit Refined Storage herstellen. Wenn ihr das sehen wollt, gerne einfach in die Videobeschreibung, da ist die Playlist dann entsprechend einmal mit verlinkt. In dieser Episode soll es sich einfach nur mal im Grunde genommen um das Auto-Crafting an sich drehen, also wie man aus Rezepten halt ganz einfach ein Auto-Crafting hinbekommt. Und dafür brauchen wir das Pattern, wir brauchen als Rezept hier an der Stelle 8 Oak Planks für unsere Chest, einmal Create und damit haben wir ein Pattern und eine mit einer Oak Chest. Damit wir das Ganze jetzt einmal entsprechend implementiert bekommen, benötigen wir auf jeden Fall einmal unseren Crafter. Da machen wir mal einen Rechtsklick drauf und da können wir jetzt unser beschriebenes Pattern einmal hineinlegen. Und somit haben wir jetzt schon die Möglichkeit, auch in unserem Pattern Grid oder alternativ im Crafting Grid Sachen herzustellen. Das heißt, wir sehen jetzt hier, wir haben hier 64 Stück. Das heißt, wir können jetzt hier insgesamt 8 von den Truhen schon mal herstellen. Und er legt hier los und wir sehen, unser Inventar, unser Storage füllt sich mit 8 Oak Chests. Ohne dass wir da irgendwie was gemacht haben. Na gut, so, das heißt, wir haben jetzt hier unseren Crafter und da werden unsere ganzen Rezepte reingelegt, die wir irgendwie herstellen möchten. Problem ist jetzt allerdings, wir sehen in unserem Crafter maximal 9 Slots. Dafür gibt es auf jeden Fall auch nochmal eine Abhilfe. Da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, mehrere Crafter zum Beispiel zu setzen und dann über einen Crafter Manager das Ganze zu lösen. Das heißt, wir haben jetzt 3 einzelne Crafter, die alle 9 Slots haben und über den Crafter Manager haben wir jetzt die Möglichkeit, auf alle Slots gleichzeitig zuzugreifen. Das heißt, das Pattern kann ich hier hinlegen oder da hinlegen oder wie auch immer oder kann jetzt über den Crafter Manager, wenn ich meinetwegen, weiß ich nicht, einen extra Raum für die Crafter zum Beispiel baue und ich baue in einem extra Raum, wo ich jetzt mein Interface stehen habe, mein Crafter Manager, kann ich auf alle Crafter einmal entsprechend zugreifen. Das macht Refined Storage dann automatisch. Ansonsten gibt es noch zu sagen, es gibt noch ein Upgrade für den Crafter an sich.
Das heißt, da muss ich einmal kurz gucken. Upgrade. Moment, das heißt nämlich dann Speed. Speed Upgrade von Refined Storage. So sieht das nämlich aus. Und das kann hier zum Beispiel in den Crafter hineingelegt werden. Und somit wird das Rezept dann entsprechend schneller hergestellt. Ansonsten gibt es noch den Crafting Monitor. Da werden wir uns gleich mal anschauen, wie das Ganze da nämlich aussieht. Dass man halt auch die Prozesse innerhalb seines Netzwerks, gerade wenn das in so ein Stück weit komplexer wird, auch mal mit überwacht. So, das heißt, wir haben jetzt unseren Crafting Monitor auch mit ans Netzwerk angeschlossen. Wir gucken mal hier rein. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier nochmal unsere Oak Planks mit ins Inventory-System zu geben. Jetzt haben wir insgesamt 192 da drin und können somit auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge an, sagen wir es mal so, an Oak Chests herstellen. Jetzt gibt es so einen kleinen Bug hier, oder was heißt Bug, aber so eine kleine Indiskrepanz. Wir haben hier in unserem Crafter, ne, nicht dem, dem Crafter dann an der Stelle, oder dann halt natürlich alternativ über den Crafter Manager, haben wir immer noch unser Rezept fürs Pattern, also für unsere Oak Chest. Das bedeutet, wir haben, und wir sehen hier in unserem Inventar, nix. Da müssen wir einmal auf Display im Grunde genommen gehen, das heißt, momentan wird uns alles ganz normal angezeigt. Wir können einmal auf No Craft Ables und wir können einmal filtern nach Only Craft Ables. Das ist nämlich wichtig, weil sobald da etwas hergestellt wurde, erscheint das nicht mehr. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, ich kann die rausnehmen, dann ist das wieder, ist das Crafting-Feld wieder da. Sobald ich die Kisten allerdings reinpacke, ist es nicht mehr da. Deswegen immer am besten einmal auf Display Only Craftables, wenn ihr dann irgendwie was herstellen wollt. Oder vielleicht gegebenenfalls halt auch in zwei Quids hier herstellen. Einmal nur Only Craftables und das andere meinetwegen auf den Zugriff für alles. Naja, gut, auf jeden Fall haben wir jetzt einmal gefiltert nach Only Craftables und wir können jetzt einmal wieder herstellen. Wir haben genügend Planks für 20 auf jeden Fall, würde ich sagen. Das heißt, wir brauchen dann 160 an Holz, um 20 Kisten herzustellen. Wenn ich jetzt einmal auf Start klicke, geht es auch schon los. Und über den Crafting Monitor können wir diesen Prozess entsprechend überwachen. Und wir sehen, dass da auf jeden Fall jetzt hier gleich einmal entsprechend Chests hier erstellt worden sind. Genau so, wie wir das wollten. An der Stelle war es das dann auch schon von dem ersten Teil des Auto-Craftings von Refined Storage. Im zweiten Teil schauen wir dann uns auf jeden Fall nochmal das Processing-Pattern halt in Anführungsstrichen an, dass wir dieses Netzwerk, was wir jetzt gerade erstellt haben, nochmal entsprechend um einen Furnace erweitern, dass wir auch, sagen wir es mal so, eine Automatisierung des Ofens hinbekommen. An der Stelle war es das. Vielen Dank fürs Einschalten und würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis demnächst. Ciao.